Zu beschenken. Also habe ich ein Anrecht auf Sie. Ich zeige der Wirtin meine Zuneigung durch Kostbarkeit. Also habe ich ein Anrecht auf Sie. Madonna, ich bin der Marchese von Alba Fiorita. Madonna mia, ich bin der Graf von Forlì. Forlì. Graf, was kostet so eine Grafschaft? Herr, mehr als Sie für Ihr Marchesa bezahlt haben. Herr, basta. Ein Graf schuldet einem Marchese Respekt. Ja, ja. Auch diese Schuld lässt sich durch eine gewisse Summe aus der Welt schaffen. Ich bin nicht in dieses Gasthaus gekommen, um mit Ihnen über Geld zu reden. Es handelt sich um meine Leidenschaft. Die Wirtin hat die Ehre, mir zu gefallen. Und ich habe die Ehre, diese Leidenschaft mit Ihnen zu teilen. Warum, glauben Sie, bin ich hier in diesem Gasthaus? Um wieder abzureisen. Niemand will Ihr Geld. Ich bleibe, weil ich bezahlen kann. Also wäre die Abreise Ihnen anzuraten. Sie werden bei mir Randolina nichts erreichen. Ich gebe die Protektion eines Marchese. Und ich gebe ihr das Geld eines Grafen. Ich finde es ordinär, ständig immer nur über Geld zu reden. Man sagt, Sie hätten Schulden. Verzeihen Sie, Hochwohlgeboren. Ich komme wegen der fälligen Rechnung. Das leckerliche Hochwohlgeboren. Jawohl, durchlaucht. Ja, kennt er nicht meinen richtigen Titel? Jawohl, Exzellenz. Er soll mich richtig anreden. Jawohl, Herr Graf. Oh, porca miseria. Dieser Herr flucht nie, wenn ich ihn mit Herrn Graf anrede. Zwischen diesem Herrn und mir besteht ein gewaltiger Unterschied. Ich bin Marchese. Fabrizio, möchtest du den Unterschied zwischen einem Grafen und einem Marchese kennenlernen? Jawohl, Herr Graf. Hier hast du eine Zechine. Danke, Chef. Aus den Augen, bestechliche Erscheinung. Ganz wie Sie wünschen. Hochwohlgeboren. Ja, diese Titel, man lernt nie aus. Jetzt sehen Sie, wie viel Ihre Protektion wert ist. Ich messe meinen Wert nicht an einer verschimmelten Zechine. Sie wissen ja gar nicht, woher Sie eine nehmen sollten. Oh, woher nehmen Sie die Frechheit? Meine Herren! Der Lärm des Streites war nicht zu überhören. Was erhitzt Ihre Gemüter? Ach, dieser Herr wagt es, den Wert des Adels zu schmälern. Im Gegenteil, ich stelle nur fest, worauf er beruht. Auf Geld. Das ist der Ausdruck einer niedrigen Gesinnung. Ich habe diese Bemerkung auch nur angesichts Ihrer hohen Schulden gemacht. Worum geht es, mein Herr? Ja, ich protegiere Mirandolina. Und ich finanziere Mirandolina. Meine Frau. Meine Protektion ist grenzenlos. Ich überhalte sie mit Geschenken. Mein Bein brennt nicht auf. Meine Herren, ich finde diesen Streit lächerlich.
Geschäfte, Essen, Trinken, bitte. Aber die Weiber? Das Weib ist eine Krankheit, vor der sich jeder vernünftige Mann hütet soll. Miranolina ist kein Weib. Sie ist eine Dame? Ja. Eine Fee? Ja. Eine Göttin? Ja. Eine Heilige? Ja. Sie sind krank, Marchese. Was man Miranolina betrifft, so kann ich den Marchese nur beantworten. Sie ist so selbstlos, ja. So amüsant, ja. So geschmackvoll, ja. So natürlich. Oh ja. Was, Sie sind ebenfalls krank, Graf? Meine Herren, Sie verkaufen Ihr Geld und Ihre Protektion. Eine würdige Fee, eine geschmackvolle Göttin, eine amüsante Heilige. Mirandolina ist ein Weib wie eines andere. Kommen Sie doch endlich zur Vernunft. Ja, ist Ihnen denn nichts Besonderes an ihr aufgefallen? Ja, nicht das Geringste. Sie hat eine hohe Stimme, lange Haare, zwei Brüste und runde Hüften. Vermutlich stinkt sie wie jede Frau. Wenn Sie daran etwas Besonderes finden. Aber hier waren Sie schon jemals verliebt. Halten Sie mich für so geschmacklos? Diese Anmut. Diese Schönheit. Oh, diese Würde, diese Eleganz. So sind Sie doch, Kavalier. Ich sehe eine Wirtin. Sie sind blind, Kavalier. Sie sind krank, meine Herren. Miranolina. Marchese. Ich möchte Sie sprechen. Aber nicht hier. Nicht auf hier. Auf meinem Zimmer. Ja. Wir sind bemüht, unseren Gästen jeden Wunsch zu erfüllen. Ja. Ich schicke dann sofort den Kellner auf Ihr Zimmer. Was sagen Sie dazu? Ein alter Trick! Dame. Ein alter Trick! Miranolina, liebste Miranolina, was ich zu sagen habe, kann ich öffentlich sagen. Wie gefallen Ihnen diese Ohrringe? Oh, sehr schön! Echte Diamanten! Über 40 Zechinen! Oh, die Dame wird entzückt sein! Ich hoffe es! Sie gehören Ihnen! Dieser Narr! Dieser Angeber! Aber nein, das kann ich doch nicht annehmen. Wenn Sie diese Ohrringe nicht annehmen, dann beleidigen Sie mich. Nun, wir sind bemüht, unseren Gästen jede Unannehmlichkeit zu ersparen. Ich will Sie nicht beleidigen. Ich danke. Sie schenken einem Weib 40 Zechinen und bedanken sich noch dafür. Ihnen ist wirklich nicht zu helfen. Haben die Herren sonst noch einen Wunsch? Ja! Die Bettwäsche, die Sie mir gegeben haben, ist billigstes Material. Wenn Sie nichts Besseres für mich haben, sehe ich mich gezwungen, mir selber welche zu besorgen. Und ich werde dafür sorgen, dass Sie die beste Wäsche bekommen. Was Ihre Höflichkeit betrifft, müssen Sie sich aber selbst darum bemühen. Bedauern Sie, der Ärmste ist ein Weiberfeind ersten Rangs. Ich wünsche nicht, von einer Frau bedauert zu werden. Ach, die armen Frauen. Was haben Sie ihnen nur getan? Warum sind Sie denn so hart zu unserer Karriere? Sehr flüten Töne langweilen mich. Wechseln Sie das Bettzeug. Nur noch besser, der Kellner soll das tun. Und was Sie betrifft, meine Herren, ich werde Sie nicht daran hindern können, eine lächerliche Figur zu machen. Dann Santa Lucia! Dieser Herr erinnert mich an einen leberkranken Venezianer. Manieren wie ein Weinfass. Wäre mir wohler, wenn er sich davonrollen würde. Jawohl! Werfen Sie ihn hinaus! Ich stehe mit meiner ganzen Protektion hinter Ihnen! Verzeihung! Das Problem ist nicht Ihre Protektion, sondern die offene Rechnung. Ich komme selbstverständlich dafür auf. Ja. Auch für die Schulden des Herrn Marchese. Wenn Sie ihn bei dieser Gelegenheit ebenfalls entfernen könnten. Ja, danke, danke, meine Herren. Aber ich brauche weder Ihr Geld noch Ihre Protektion. Gäste, die mir nicht passen, die werfe ich höchstpersönlich hinaus. Oder, wie schon ein altes florentinisches Sprichwort sagt, selbst ist die Frau. Verzeihung, hochwürdiger Graf. Ein Juwelier wünscht Sie zu sprechen. Ah, bravissimo, er will mir ein Schmuckstück zeigen. Mirandolina, ja. Ich möchte, dass Ihre Ohrringe eine würdige Ergänzung finden. Aber Herr Graf! Aber Mirandolina, Ihre Schönheit fordert Tribut. Im Gegensatz zu anderen Herren
bin ich in der Lage, ihn zu entrichten. Ciao! Povero Marchese! Ciao! Ciao, maledetto Conte! Dieser üble Heckacher ruiniert mir den feinen Nerv. Ja, der Herr Graf stützt sich wirklich in Unkosten. Ein trivialer Charakter. Seine stinkenden Zechinen verpesten die süße Atmosphäre der Liebe. Mirandolina, ich weiß, wie wenig dieses schmutzige Geld ihr reines Herz zu beeindrucken vermag. Ich fliege! Bleiben Sie am Boden, Marchese! Aber sprechen Sie nicht von der Erde. Mein Herz übersteigt Berge und Täler. Es entfliegen die unendlichen Weiten der Sehnsucht. Ihre Rechnung übersteigt 80 Zechinen, Marchese. Marchese, Marchese, Marchese. Ach, könnte ich doch nur die Last dieses Titels von mir streifen. Wozu? Ja, um in Gleichheit und Reinheit vor Ihnen zu stehen. Wozu? Um ganz der Ihre zu werden. Wozu? Um alles Irdische mit Ihnen zu teilen. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Verzeihen Sie, Mirandolina, diesen Ausbruch menschlicher, allzu menschlicher Empfindung. Wenn die Herren in heiße Liebesschwüre ausbrechen, bekomme ich kalte Füße. Mein Herz fliegt in die unendlichen Weiten der Sehnsucht. Da wird der Verstand wohl mitgeflogen sein. Was glaubt dieser Marchese eigentlich? Seit 500 Jahren schleppt sich seine Familie durch alle Bordelle der Lombardei. Und jetzt, wo seine Säcke leer sind, will einer anständigen Wirtin auf den Sack fallen. Mein Geld will er und sonst nichts. Und ich will meine Freiheit und sonst nichts. Tja, 5 Jahre lang habe ich den alten Geizkragen Venerola von vorne bis hinten bedient. Bis er mir dann endlich, ja, diese Lokanda hier verpachtet hat. Ja. Jetzt verdiene ich Geld. Und das bedeutet Unabhängigkeit von allen Männern, die mir an den Hintern greifen und meine Brieftasche meinen. Ach, und was diesen reichen Herrn Grafen betrifft, der redet nicht von mir, sondern von meinen Schenkeln. Wenn er mich ansieht, dann ersaufen seine Augen in meiner Brust. Der ist so geil, dass selbst sein Reichtum diese Eigenschaft nicht aufwiegen kann. Ach, tja. Meine verehrten Männer, ich brauche sie nicht. Oh, dann halt, so stimmt das nicht ganz. Nein, ich genieße ihre verliebten Kalbsaugen. Ich ergötze mich an ihrer schmachtenden Ordensbrust. Und sie sind so zauberhafte Karikaturen, meine Herren. Sie sehen, ich habe mein eigenes Vergnügen an ihnen. Ja, aber dieser weiberfeindliche Kavalier will mir das Vergnügen eines verliebten Mannes nicht gönnen. Nur zu germanischer Charakter. Ich werde dir eine Lektion erteilen, dass dir dein Hochmut in die Hose fällt. Oh! Ah! Greifen Sie Ihr Personal immer auf diese Art an? Wenn mir mein Personal mitten in meinem Monolog an den Hintern greift. Aber Patrona, das würde ich nie wagen. Im Leben meiner geliebten Mutter. Und sie ist tot. Seit 15 Jahren. Da sind Sie sicher? Es steht in deinen Papieren. Entsetzlich! Die arme Mutter! Oh Mama, bitte! Mama! Ihr seht hier nicht die Nerven. Was willst du? Nun, es ist. Es handelt sich um. Es ist eher nicht dienstlich. Eher nicht dienstlich? Was dann? Es ist eher überhaupt nicht dienstlich. Also privat. Nein, nein, so privat nun auch wieder nicht. Ja, privat oder nicht privat? Sehr privat.
delikat. Ja, äußerst delikat. Es handelt sich um... Ja, sprich weiter, Fabrizio. Es handelt sich um... Um eine Gefühlsangelegenheit. Oh, und worum handelt es sich bei dieser Gefühlsangelegenheit? Mirandolina, ich bin kein gebildeter Mann. Ich kann mich nicht so gut ausdrücken. Das macht nichts, Fabrizio. Sprich jetzt einfach weiter. Chefin. Ich höre. Ich fühle. Ich höre. Ich fühle. Jetzt mach's nicht so spannend, Fabrizio. Ich fühle mich durchaus in der Lage, ein Gasthaus zu führen. Oh, capito. Und welches zum Beispiel? Ja, eines wie dieses hier. Nur zum Beispiel. Ach, natürlich. Nur zum Beispiel. Nicht so ganz nur zum Beispiel. So? Mirandolina, Sie haben ein Gasthaus und keinen Mann. Richtig. Und du bist ein Mann und hast kein Gasthaus. Und da habe ich so bei mir gedacht, das passt doch irgendwie zusammen. Oh, hast du gedacht? Sie übernehmen die Küche und ich mache die Buchhaltung. Hast du gedacht? Das Ganze muss natürlich unter meinem Namen laufen. Eine Frau als Geschäftsführerin, das macht keinen guten Eindruck. Hast du gedacht? Soll ich dir mal sagen, was ich denke? Ich denke, dass ihr mein Hirn in den Arm gehört. Neapolitanische Schmeißfliege. Oh, verdammtes Geschlecht. Euch Männern hat wirklich der Teufel in den Sack gebissen. Na, für eine Florentinerin flucht sie ja wirklich nicht schlecht. Aber natürlich heißt es nicht nur Porco Dio, sondern Porco Dio, creatura miserabile, con cazzo in testa faccia di merda, puttana madre, tu ein Stronze, Madonna porca! Also wenn sie einen Monolog halten kann, na bitte, dann kann ja ich auch einen halten. Meine Geschichte ist ja ohnehin schnell erzählt. Ich heiße Fabrizio Venturini und ich stamme aus Neapel. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, die Weiber müssen wissen, wer der Herr im Haus ist. Nach dem 15. Kind ist meine Mutter gestorben. Mein älterer Bruder, der hat mir dann gezeigt, wie man die Bußgelder aus den Kirchen stiehlt. Ja, heiliger Antonio, ich bin ein schlechter Mensch. Ich habe meinen Schwestern die Unschuld geraubt und heute ziehen sie als Huren die Piazza Erbe. Ich habe den alten Padre Pio mit Weihwasser vergiftet, als er mir auf die Schliche kam. Weißt du, wie ich den Militärbehörden entronnen bin? Ich habe meinen debilen Bruder hingeschickt, als im Jahre 34 die Cholera war. Was habe ich getan, ich verdorbene Kreatura? Ich habe den sterbenden Aristokraten die Ringe von den lauwarmen Fingern gezogen. Und die Beute habe ich im Übrigen mit einem deiner priesterlichen Diener geteilt. Ja, heiliger Antonio, ich bin ein schlechter Mensch. Bestrafe mich aufs Gröbste. Um eine kleine Gnade flehe ich dich vorher noch an. Lass mich nur ein bisschen reich werden. Ein klein wenig, un pochino, damit ich die Strafe leichter ertragen kann. Ja? Solche Monologe erschüttern einen ja direkt selber. Aber was ich sagen wollte, diese Mirandolina, das ist meine ganz große Chance. Wenn es mir gelingt, das Gasthaus unter den Nagel zu reißen, dann habe ich ausgesorgt. Selbstverständlich liebe ich sie. Aber warum soll ich ständig davon reden? Soweit ich durchblicke, ist sie ja nicht sonderlich scharf auf mich. Da steckt bestimmt ein anderer dahinter. Dieser Kavaliere, der kommt da nicht in Frage, der hasst ja die Weiber. Da bleiben nur der Graf und der Marchese übrig.
Geld, Adel, Protektion, auf sowas stehen die Weiber. Praktisch gesehen habe ich ja überhaupt keine Chance. Das heißt, wenn ich Mirandolina ausspannen will, dann muss ich die beiden anderen wo einspannen. Fabrizio, Kind der schurkischen Musen, zwänge dich aus dem groben Kleid der Aufrichtigkeit und wappne dich mit dem feinen Faden der Intrige. Oh, irdischer Besitz, du wirst meinen Rücken wieder aufrichten, den die Achtung vor den Herrn so gekrönt hat. Ich werde um die Überschreibung des Gasthauses kämpfen, wie die Madonna um ihre Unschuld. Maria und Moneta, Geld und Glaube, es lebe die Komödie! Wie viel Theater gespielt oder gearbeitet? Was ist mit meiner Wäsche dämmig, Herr Domestik? Ich eile, Exzellenz, ich eile! Nicht nötig! Ich komme gerade vom Zimmer des Herrn Kavaliere. Worauf warten Sie noch? Wollen Herr Kavaliere sich herablassen und einen allergnädigsten Blick auf das feine Textil werfen? Wozu? Es ist feinste wallonische Seide. Schauen Sie doch. Ich habe geblickt. Sie können gehen. 10 Zechinen die Elle. Fühlen Sie. Finden Sie diese Aussage für Bettwäsche nicht etwas übertrieben? Auch für normale Gäste schon. Aber diese Wäsche wurde extra für besondere Persönlichkeiten angeschafft. Meinen Sie mich? Ich bin so frei. Ich finde Ihre Komplimente ausgesprochen plump. Oh, ich rede von der feinen Wäsche, Herr Kavaliere. Ich halte dieses Gespräch für beendigt. Schade. Liegen Sie gerne hoch oder tief? Was interessieren Sie meine Schlafgewohnheiten? Es ist wegen der Polster. Ich muss wissen, ob ich einen oder zwei überziehen soll. Ich überziehe genau, was Sie wollen. Oh, ich will, dass Sie es bequem haben und sich wohlfühlen. Hat sich denn noch kein Mensch um Sie gekümmert? Das ist meine Privatsache. Oh, und meine Sache ist es, Ihnen ein gutes Essen zu bereiten. Was befehlen Exzellenz für heute Mittag? Ich esse, was auf den Tisch kommt. Aber Sie werden sicher eine Lieblingsspeise haben. Und wie wär's mit Wildschwanz und Weinsauce? Und dazu gebratenen Mandeln. Oh, ein vorzügliches Gericht. Na also. Nein, machen Sie sich keine Mühe. Ich werde den Kellner benachrichtigen, sofern ich einen Wunsch habe. Und so etwas gehört mit Liebe zubereitet. Und das kann nur eine Frau. Schweigen Sie. Es wird Ihnen nicht gelingen, aus mir dasselbe zu machen, wie aus dem Marquis und dem Grafen. Ja, was sagen Sie zu den beiden Herren? Einfach lächerlich, nicht wahr? Kommen in ein Gasthaus und verlieben sich grundlos in die Wirtin. Bitte schön, man ist nett und freundlich. Warum auch nicht? Das ist ja schließlich der Beruf. Aber deshalb muss man sich doch nicht gleich in die Wirtin verlieben. Und was meinen Sie? Einfach lächerlich so etwas. Ja, das sage ich auch immer. Aber die beiden Herren hören nicht auf, mich zu verfolgen. Der eine mit Protektion und der andere mit Geld. Sehr traurig sind Sie aber über die Geschenke des Grafen nicht. Na, ablehnen hat keinen Sinn. Und außerdem, Geld stinkt nicht. Widerrufenheit ist etwas grob, aber nicht unsympathisch. Lassen Sie uns doch einmal so richtig von Mann zu Mann reden. Ich habe ja nun schon einige Jahre auf dem Buckel und ich bin kein junges Mädchen mehr. Aber eines kann ich Ihnen sagen. Ich hätte etliche gute Partien machen können. Und warum habe ich sie nicht gemacht? Was glauben Sie? Die anderen wollten nicht. Aber wie sie wollten. Sie wollten nicht? Sie haben recht. Ich wollte nicht. Und soll ich Ihnen sagen, warum ich nicht wollte? Weil ich meine Freiheit über alles schätze. Die Freiheit ist der höchsten Güter eins. Ja, aber wie viele verkaufen Sie um den lumpigen Preis einer Ehe? Oh, Exzellenz, Sie nicht zufällig verheiratet. Um Gottes Willen! Darf ich Ihnen meine aufrichtige Bewunderung zum Ausdruck bringen? Womit habe ich jetzt diese Anerkennung verdient? Sie durchschauen die Frauen und werden nie auf sie hereinfallen. Mirandolina! Kavaliere befehlen. Sie können gehen. Ich hoffe, ich habe Herrn Kavaliere nicht zu lange belästigt. Nein, es war ein durchaus akzeptables Gespräch. Ja, sehen Sie, so mache ich das bei den anderen Herren auch immer.
Ich verweile ein bisschen, ein kurzer Plausch. Ach, man redet so über die letzten Hinrichtungen oder die neueste Mode. Und schrumps, schon verlieben Sie sich. Unverständlich. Unbegreiflich. Nicht zu fassen. Geben Sie mir Ihre Hand. Nicht schon wieder. Was wollen Sie mit meiner Hand? Es ist mir ein starkes Bedürfnis, Ihnen zu sagen, wie sehr mich Ihre männliche Haltung beeindruckt. Sie würden nie die lächerliche Karikatur eines verliebten Mannes abgeben. Lassen Sie meine Hand los. Sie kämen nie auf die Idee, eine Frau mit offenem Mund und hängenden Augen zu verfolgen. Sie nicht. Und bei Ihnen fühlt man sich als Frau so richtig frei. Lassen Sie endlich meine Hand los. Wissen Sie, was es für mich bedeutet, endlich einmal einem richtigen Mann zu begegnen? Einem richtigen Mann, der vollkommen ruhig bleibt, wenn ihm eine Frau in der Bar über die Hand streichelt. Vollkommen ruhig. Warum lassen Sie meine Hand nicht los? Sehen Sie, da haben wir wieder so ein Beispiel. Hätte ich jetzt einem anderen Herrn die Hand gedrückt, der hätte sich die tollsten Freiheiten herausgenommen, der hätte sich weiß Gott was eingebildet. Aber Sie, Sie bleiben kühl und überlegen. Leben Sie wohl, Kavaliere. Ich bewundere Sie. Jemand ein Tuch? Oder ist Corona die? Ich stamme aus Ercula, aus der Toskana. Das Geschlecht der Ripperfrater lebt seit über 400 Jahren in dieser Gegend, die selbstverständlich uns gehört. Über meine Erziehung ist nur das Beste zu berichten. Die heiligen Schwestern der Marina waren streng, doch ich habe gelernt, meine Gefühle zu beherrschen. Jedes Jahr zum Fest der Santa Lucia habe ich meine Mutter gesehen. Sie trug ein schwarzes Kleid und lächelte. Ich habe meine Hand gereicht und ihre Augen betrachtet. Dann haben mich die Schwestern wieder mitgenommen. Meinen Vater habe ich nie gesehen. Was die Frauen betrifft, so teile ich die Meinung unseres verehrten Kardinals Ottaviani. Das Weib ist die Verkörperung der Sünde, sie ist die Bestrafung des Mannes. Ihre weiße Haut ist von Unschuld, doch darunter verbergen sich die abscheulichsten Ungeheuer. Ihre Lippen prallen vom Gift und ihre Augen unklar wie das Wasser in den Kanälen der heißen Sonne. Da ihnen Gott keinen Verstand gegeben hat, ist ihre Rede dumm und falsch. Der Mann erhält sich am besten, wenn er sich das Weib von der Nase hält. Womit auch ich einen Monolog gehalten hätte. Diese Miranina, was hat dieses Weib nur an sich? Mein Magen dreht seltsame Kreise. Zusack, ich werde dieses Weib meiden wie eine ansteckende Krankheit. Ich hasse die Weiber und keine Winde der Welt will mir von dieser Haltung entblößen. Schauspielerinnen, aber keine Huren, Sie Robert Papagallo. Ich bin einfacher Proletarier, Madame, und
Florenz ist gewiss keine Provinz. Ich habe auf den größten Marktplätzen Raums gespielt. Florenz ist die tiefste Provinz. Proletarier, was ist denn das? Ein neues Fach? Ja, so ungefähr, ja. Eine dankbare Rolle? Ganz im Gegenteil. Man hat die ganze Arbeit und die anderen Rahmen in Zahler. Oh, kann man jetzt endlich erfahren, wie der Spielplan läuft? Ja, selbstverständlich, schönes Fräulein. Geben Sie mir nur Ihre Hand. Weder Fräulein, weder schön, kann gut allein ins Gasthaus gehen. Komm, Kollegin. Ach, bitte sehr, Gnädigste. Was gibt's, alter Knacker? Kleingeld. Kohl. Kunden, Kies. Moos. Mäuse, Moneten, Marie. So hören Sie, ihr Bretterdusen. Oh, zum Gage geht, also ich der Janiera. Bei Zaster höre ich auf den Namen Hortensia. Ja, was Ihren Namen betrifft, verehrte Damen, so werden wir Sie aus der einsilbigen Namenlosigkeit eines schlichten Vornamens in die vielsilbige Namhaftigkeit eines unschlichten Titels verwandeln. Der redet wie unser zweiter Komiker. Das passt eben an unseren Namen nicht. Naja, wenn Sie eine reiche, aber schwindsüchtige, aber verliebte Jungfrau zu spielen haben, wie heißen Sie dann auf der Bühne? Lucia di Lammermoor. Ja, ja, eben. Und nicht Gertraud von Kronzumpf. Sind Sie vielleicht Dichter? Ich kannte da mal einen, der hieß Goldoni. Der wollte mir aus einem Stück vorlesen, aber vor lauter Deklarieren landeten seine Hände zwischen meinen Schenkeln. Na, ich will Ihnen nicht zwischen die Beine greifen, sondern unter die Arme helfen. Sie, meine verehrten Damen, Sie sollen Theater spielen. Sind Sie Theateragent? Ja, vorübergehend. Ich handle im Auftrag meines gekränkten Herzens. Erst ist der Kellner, dann Proletarier und jetzt auch noch Impresario. Hören Sie, meine Damen, in diesem Haus wohnen zwei Herren. Das habe ich befürchtet. Es sind zwei Aristokraten, ein Graf und ein Marchese. Angenehm, sind Sie reich? Oh, anzunehmen. Und die Herren wollen uns kennenlernen. Ja, im Augenblick sind sie eher hinter der Wirtin her. Sollen wir vielleicht der Wirtin gratulieren? Sie sollen die Wirtin entlasten. Hat sie einen anderen? Gewissermaßen. Auch wenn sie davon bis dato noch nichts weiß. Und der, von dem sie nichts wissen will, ist ein gewisser Kellner. Ein gewisser Proletarier. Ein gewisser Impresario. Ja, ein verliebter Mann. Meine Damen, helfen Sie mir. Es soll ihr Schaden nicht sein, wie man so schön sagt. Moment. Wir sollen also die beiden einen Zufall ziehen, damit sie besser baden können. Der Marchese und der Graf sind Goldfische, meine Damen. Die sich mit gewöhnlichen Forellen nicht abgeben. Ja, das ist nur eine Frage, wie man sie serviert. Und wie gedenken Sie mich zu servieren? Kanalfisch. So mancher Kanalfisch hat es schon zur Forelle Blau à la Bourguignon geschafft. Moment. Wie wär's? Mit Gräfin de Janiera del Pomade aus Palermo. Sie befinden sich auf dem Weg nach Bergamo, zu einem berühmten Herrgottschnitzer. Sowas macht sich immer gut. Und Sie mussten hier in dieser Gegend einen Halt machen, weil Ihr Pferd Durchfall hatte. Das Pferd einer Gräfin hat nicht Durchfall. Es ist blessiert. Großartig! Schweig er für witziger Werke. Sie sind eine geborene Aristokratin. Was wollen Sie? Ich habe im Hafen von Neapel die Königin von Ägypten gespielt. Die Menschen haben geweint. Besonders an der Stelle, als sie zu singen begonnen hat. Halt's Maul, du Schlaffe. Aber Frau Gräfin! Und wie heiße ich? Wie wär's
mit Baronin Hortensia Delicata del Corpus aus Castel Gandolfo. In Castel Gandolfo stinken die Herbergen wie die Schweißfüße von Elefanten. Was? Baronin wohnen selbstverständlich in einem Palast. Mit weißen, kühlen Zimmern? Mindestens. Alle sind freundlich zu mir und erfüllen mir jeden Wunsch. Absolut jeden. Die Rolle gefällt mir. Dann sind wir uns wohl einig, meine Damen. Ich werde versuchen, den Graf und den Marchese hierher zu locken. Und dann spielen Sie. Führen Sie mit kühler Vornehmtheit diese zwei Herren auf die Spur Ihrer heißen Lippen. Gräfin, Baronin, ich eile. Finster, schlurft der welsche Intrigant von dannen. Warum ist er eigentlich so blind?
Meine Damen, spielen Sie Ihr Spiel. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, übertreiben Sie nicht zu sehr. Auch die feinsten Herren haben oft die schlechtesten Manieren. Und was Ihre Unterkunft und Ihre Verpflegung betrifft, so werde ich dafür sorgen, dass man sie behandelt wie... Oh, Vorsicht, meine Damen. Frau Gräfin, Frau Baronin, bitteschön. Oh, eine echte Gräfin und eine echte Baronin. Vergebung, Herr Randolina, würden Sie mich den beiden vorstellen? Und mit Vergnügen. Das ist der Marchese von Alba Fiorita. Angenehm. Die Hand. Die Gräfin de Janeiro del Comare aus Palermo. Eine heiße Gegend, Madame. Sehr heiß. Und ich bin Baronin Hortensia del... Genau das aus Castel Gandolfo. Entzückend, Castel Gandolfo. Dort lässt sich der Papst am liebsten geißeln. Ich werde die hohen Herrschaften nicht länger mit meiner Gegenwart stören. Mein Auge begleitet Sie huldvoll, Mirandolina. Schonen Sie Ihren erlauchten Blick, Marchese. Sie stammen aus Palermo, Gräfin? Zauberhaft. Hier ist Palermo. Kennen Sie zufällig die Gräfin Poccia? 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 Oh, ach ja, die süße kleine Poccia. Immer verliebt und ausgelassen. Wieso? Die Gräfin Poccia ist 83. Ja, ich finde, sie sieht noch immer zauberhaft aus für ihr Alter, finden Sie nicht? Finde die sieht entsetzlich aus. Aber Marchese, wie können Sie nur so von uns Frauen reden? Es ist schwül hier. Sie, Gräfin, haben nichts zu befürchten. Wenn Sie mir diesen zarten Wink an die Adresse Ihrer Schönheit erlauben. Aber Marchese, es ist schwül hier. Schwül? Wieso? Hier ist es schwül. Baronin, ich finde, die Hitze steht Ihnen ausgezeichnet. Oh, es ist unerträglich. Erlauben Sie, dass ich Ihnen etwas Kühlung verschaffe. Oh, diese Hitze. Diese Berge. Diese Sonne. Diese Mond. Oh, hier ist Palermo. Kennen Sie zufällig die Gegend südlich von Palermo, Marchese? Ich bin eher ein Anhänger der nördlichen. Oh, mein Palermo, meine Heimat, 3000 Hektar Grund und Boden. Gräfin, darf man daraus schließen, dass Sie sehr vermögend sind? Fragen Sie meinen Verwalter. Ich beschäftige mich nicht mit solchen Dingen. Das nenne ich Lebensart. Gräfin, verfügen Sie über mich. Dann werde ich wohl oder übel Ihre Einladung zum Essen annehmen müssen. Mein Gepäck ist noch unterwegs und somit auch mein Geld. Ja, Gräfin, erfinden Sie nicht, dass das Essen um die Mittagszeit etwas ordinär ist. Um diese Zeit bin ich es gewohnt, eine Pastete Royale zu verspeisen. Pastete Royale, ich ja. Sie auch, oh. Es freut mich, einem echten Gourmet begegnet zu sein. Dann sind Sie wohl auch der Meinung, dass zu diesem Gericht ein Sekt Pommery, Jahrgang 22, passt. Sekt Pommery? Ich finde, da würde ja Freistädter Bier ganz gut passen. Ich trinke nie Bier. Als Hauptspeise bevorzuge ich natürlich Filetti di Lingua. Filetti di Lingua. In Carbonsauce natürlich. Natürlich. Und als Nachspeise kommt natürlich nur... Natürlich. Ja, Gräfin, kennen Sie zufällig den Grafen von Vollipopoli? Wir wurden uns noch nicht vorgestellt. Sie müssen ihn unbedingt kennenlernen.
Kommen Sie, Gräfin, ich werde Ihnen den Grafen vorstellen. Sie bleiben uns aber hoffentlich erhalten, mein Kind. Ich weiß es leicht, ein Schritt von Ihrer Seite, Gräfin. Oh, Baronin, ist Ihnen noch immer schwül? Unerträglich. Zauberhaft! Bravissimo! Die Sache entwickelt sich wie die Brust einer Nachbarstochter! Ich danke dir, seliger Capone, Schutzpatron aller größeren und mittleren Gaunereien. Ein paar falsche Titel und schon läuft die Sache richtig. Finden Sie nicht, dass auf der Welt alles verkehrt läuft? Man wird Soldat, bringt die anderen um und erhält einen Orden. Man wird Rechtsgelehrter, betrügt seine Mitmenschen und schon gilt man als belesen. Man kauft sich eine Handelsgaleere, lässt die armen Ruderer schuften und schon ist man der angesehene Handelsherr. Oder man leitet ein Theater, langweilt die armen Zuseher zu Tode und schon gilt man als modern. Wissen Sie, woran das liegt? Eintrittsgeld zurück.
Sie schon wieder? Was klopfen Sie nicht an? Oh, verzeihen Sie, Kavaliere, aber ich habe dreimal geklopft. Ich habe nichts gehört. Herr Kavaliere war vermutlich in bedeutenden Gedanken versunken. Was wollen Sie? Ich habe das Besteck vergessen. Darf ich es auf den Tisch legen? Belegen Sie und gehen Sie. Ein schön gedeckter Tisch. Fast schon die halbe Mahlzeit. Oh, verzeihen Sie, zuerst bringe ich die Gerichte und vergesse das Besteck und jetzt bringe ich das Besteck und vergesse die Gerichte. Ach Gott. So. Nun können Herr Kavaliere sich nach Herzenslust bedienen. Kosten Sie doch. Ich esse grundsätzlich allein. Ach, tun Sie mir den Gefallen und kosten Sie. Ich möchte zu gerne wissen, ob ich Ihren Geschmack getroffen habe. Schmeckt es wie zu Hause? Wieso zu Hause? Na, ich meine, wenn Ihre Mutter kocht. Meine Mutter, dafür sind doch die Diener zuständig. Und doch gibt es Dinge, für die nur eine Mutter zuständig sein kann. Oh, man ist krank oder traurig. Die Mutter kommt und streichelt sie. Sie küsst ihr die Tränen von den heißen Wangen. Sie nimmt ihre Hand und flüstert Worte, die alles wieder gut machen. Und haben wir Hören Sie auf, mir, Randolina! Ach, ich rede von so nebensächlichen Dingen und Sie haben sicher schon einen Riesenhunger. Ein richtiger Braten muss auf der Zunge zergehen. Er muss den Gaumen verwöhnen wie eine Violine das Ohr. Er öffnet den Mund, schließt die Augen. Schmeckt's? Nicht übel. Gut? Ganz gut. Wirklich sehr gut? Beinahe hervorragend. So ausgezeichnet. Hinreißen. Aber Kavaliere, was machen Sie für Komplimente? Ich denke, es schmeckt nicht übel. Würde Sie sehr stören, bringen Sie mir noch einen Bissen. Wie Sie wollen. Ich bin bereit, Ihnen alles zu servieren. Meinen Sie das jetzt? Es macht mir Freude, Sie zu bedienen. Und warum? Was verfolgen Sie damit? Was versprechen Sie sich davon? Sie müssen doch irgendeinen Grund haben. Irgendeinen Vorteil. Bilden Sie sich gar nicht ein, dass ich mich in Sie verliebe. Deshalb fühle ich mich ja auch so wohl in Ihrer Gegenwart. Verstehe Sie nicht. Können Sie denn nicht verstehen, was es heißt, nie einen Menschen zu haben, mit dem man reden kann? Ja, ich glaube, ich kann Sie verstehen. Dem man sagen kann, was man denkt und fühlt. Ja, ja. Verstehe ich Sie. Ja, aber versteht mich denn jemand wirklich? Ich rede von der Wäsche, aber die Herren verstehen Bett. Ich rede vom Obst, aber die Herren denken nur an meinen Busen. Die Männer denken immer nur an das eine. Ich verachte sie. Aber Sie? Sie sind so anders als die anderen. Wenn Sie Bett sagen, dann denken Sie an einen Ort zur Verrichtung Ihres Nachtgebets. Wenn Sie Busen hören, dann denken Sie an eine Meerenge und bei Schenkel, ach, da fallen Ihnen die Frösche ein. Sie sind der erste Mann, der mich versteht. Sie sind die erste Frau, mit der ich mich verständigen könnte. Und darauf müssen wir einen trinken. Trinken Sie, Kavaliere, auf das Wohl eines echten Mannes. Schmeckt Ihnen dabei nicht? Doch, doch, raus. Na, dann trinken Sie doch. Köstlich. Nur ein schlichter Burgunder. Was für ein Jahrgang. Lassen Sie mich raten. Ich tippe auf Jahrgang 33. Oh, aber ihr habt einen phänomenalen Daumen. Bei Weinen, da käme ich nicht raus. Darauf müssen wir einen trinken. Trinken Sie, Kavaliere.
Salute, Kavaliere! Trinken Sie! Erst ab dem zweiten Glas kommt man so richtig auf den Geschmack. Ja, aber das ist jetzt schon das vierte. Aber nein, da müssen Sie zuerst noch das dritte Glas trinken. Salute und Ex! Ex? Was sagen Sie so einem Ex? Was heißt das? Das sagen die Arbeiter, wenn sie ihren Krapper trinken. Und was sagen die Arbeiter noch? Der Wirtin zum Beispiel? Oh, sie sagen, trink mit, Schöne. Na also, trink mit, Schöne. Aber Exzellenz, das würde ich nie wagen. Ich bin doch nur eine einfache Pächterin. Ja, ich bin ein einfacher Kavaliere. Sagen Sie schlicht und einfach, holen Sie mir. Ein Witz. Darauf müssen wir trinken. Ach, wenn ihr Fläschchen. Pächter, ihr Gläschen. Oh, es tut mir leid, aber es gibt nur das Ihre. Wieso? Kavaliere trinken doch immer allein. Allein? Ja. Sie haben recht. Ich trinke immer allein. Ich bin ein alleinstehender Trinker. Trinken Sie doch mit mir aus meinem Glas. Oh nein, das würde ich nie machen. Befehl ich! Verzeihen Sie, kleine Trinker. Nur Kosten. Von welcher Seite haben Sie getrunken? Von dieser? Hier. Dann werden Sie von der anderen Seite trinken. Ja. Nicht, dass ich wüsste. Oh, ich weiß, Kavaliere. Sie müssen sich irren. Oh, es steht Ihnen gut. Helle Lippen, dunkler Bart. Wie schlecht rasiert. Ganz im Gegenteil. Oh, Sie müssen eine zarte und feine Haut haben. Eine zarte und feine Haut? Ja, das gefällt den Frauen. Ja, aber die Frauen gefallen mir doch nicht. Ach, das gefällt mir so an Ihnen. Wissen Sie, dass ich Sie aufrichtig bewundere? Wenn Ihnen eine Frau auf die Schulter klopfen würde, so hätten Sie dasselbe Gefühl wie bei einem schlecht sitzenden Hosenträger. Es käme Ihnen vor wie eine Lappalie. Oh, Sie würden nicht das Geringste dabei finden. Sie bieten es für das unnötige Gesicht eines Bettlers, das Sie gelang weich übersehen. Würde man Ihre Haare berühren? Sie bieten es für den unnötigen Wind aus der Lagune. Würde man geschweige ihre Wange streichen. Wie schwindelig! Oh, nein, Sie müssen sich setzen. Aber Kavaliere, ich bin doch nur eine einfache Serviererin, eine Magd des Herrn. So nehmen Sie noch Platz. Und wo werden Sie sitzen, wenn ich sitze? Das wird sich finden. Oh, nein, dann bleibe ich nicht. Setzen Sie sich auf der Straße. Wenn Sie mich so nett bitten. Sei Sie doch so nett, du setzt Sie. Dann würde ich mich direkt glücklich setzen. Ich würde mich glücklich schätzen, wenn Sie sich setzen. Ich würde mich glücklich schätzen, Ihnen eine Freude zu bereiten. Ich setze mich hin. Gratulina, das ist ein Bett. Wieso? Was haben Sie gegen Ihr Bett? Sie sitzt auf meinem Bett. Ach, wissen Sie? Wenn man sich ein bisschen ausstreckt, ist es gar nicht so schlecht. Oh mein Gott. Schreibe mal durstig. Ja. Sie werden lachen, aber ich könnte jetzt auch einen Schluck vertragen. Bitte bedienen Sie sich. Ach, das dauert aber so seine Zeit, bis man aus diesem Bett kommt. Warten Sie, ich bringe das Glas. Ach, und woraus werden wir nachschenken? Die Flasche, die ich wohl nicht mache. Oh, und worauf werden wir das Ganze stellen? Also Tisch. Ich bringe den ganzen Tisch. Ja. Hey.
Danke, Madame. Ach, das wird der Tisch sein, Kavalier. Ja. Nicht so stürmisch, mein Herr. Ich wollte eigentlich... Einen Tempel. Ja. Das lobe ich mir. Salute. Salute. Ja, ich bin ein Kavalier von Rapperwitter. Ja, Mann, ja, die Frauen hassen. Ja, die Frau ist ein minderes Wesen. Ja, oh. Sie kann nicht denken. Ja, oh. Sie ist geil und dumm. Ja, oh. Man muss sie behandeln und werden es klar finden. Ja, oh. Sie verdient es nicht anders. Ja, oh. Ein echter Mann. Jawohl! Meidet die Frau! Ja, Sie sind ein echter Mann! Unnahbar und stolz! Hart, aber gerecht! Im Felde ungeschlagen! Im Innersten wahrhaftig! Oh, ein Mann, wie er im Buche steht! Doch ich gratuliere Ihnen! Ich kann nicht mehr. Hoffentlich ich kommt jetzt kein Monolog. Hören Sie mich an. Ich bitte Sie. Ich bin vielleicht betrunken und weiß nicht mehr, was ich sage. Hören Sie, ich bin völlig gleichgültig. Hören Sie mich bitte an. Ich habe noch nie mit einem Menschen so gesprochen. Ich komme mir vor, wie eine Wüste, auf die der Regen fällt. Wissen Sie, wie ich lebe? Mein Haus, wie es aussieht? Das sind überall weiße Statuen. Eine neben der anderen. Und wenn Sie genau hinsehen, sehen Sie mich irgendwo mittendrin. Ich trage das Antlitz meiner Familie. Alles ist erstellt. Alles ist aus Stein! Wenn Sie mich ansehen, bricht der Fels aus meinem Körper. Das Herz überschreitet die Grenzen meiner Brust. Die Hände verlieren ihre Richtung. Die Worte, die Sätze fluten die Dämme meiner Lippen. Ihr Strom kennt nur eine Richtung, nur ein Ziel. Nur ein Gedanke bucht rasend gegen meine Stirn. Ich... Es klopft! Und wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht, Sie haben ja jetzt sicher Durst und ich empfehle einen Aperol Spritz Jahrgang 21 hinten bei meinen Kollegen. Nach der Pause spielen wir gerne weiter. Gerade jetzt bin ich wieder unendlich verliebt. Die Wirtin?
Mirandolina? Die Dame, die ich meine, ist... Eine Fee? Ja. Eine Göttin? Ja. Eine Heilige? Ja. Das muss Mirandolina sein. Sie sind krank. Die Dame, die ich meine, ist Gräfin de Janeiro del Pomade aus Palermo. Schwerreich. Wenn ich nur an sie denke, überschreitet mein Herz die Grenzen der Brust. Man hält in der Art von hier in die Richtung. Und schmeckt ein. Ja. Bei Gott, bleiben Sie stehen! Aber die Herde, wenn zwei Herren ein Gläschen trinken, dann zieht es sich nicht, wenn einer davon steht. Das wäre unhöflich. Die Matratze ist aber uneben. Merkwürdig, dass ich lang und rund. Das ist eine Mirandoline! Eine Mirandoline! Mandoline! Eine Mandoline im Bett! Ein tolles Instrument, es braucht Wärme! Merkwürdig, diese Form. Ist das ein neues Modell? Warum trinken wir nicht Marquise? Ja, wenn Sie mich dazu verführen, ja. Ist das Ihr Glas? Ja. Dann nehmen Sie meines. Ist gar nicht schlecht. Lassen Sie mich raten. Valpolicella Jahrgang 38. Wir raten. Ja, bei meinen, da kenne ich mich aus. Aber diese Mandoline ist hier ein Rätsel. Was macht eigentlich der Graf? Oh, dieser Neureiche hat sich natürlich sofort an die Baronin herangemacht. Er lässt keine Gelegenheit aus, um mit seinem Reichtum zu protzen. Baronin? Baronin Hortensia Delicata del Corpus. Aus Castel Gandolfo, die Begleitung meiner Gräfin, oh, de Janeiro del Pomade aus Palermo. Mein Schwärmen ist Ihnen wohl ein Rätsel. Wo befindet sich eigentlich die Gräfin? Ja, die diniert mit der Baronin und dem Grafen. Und Sie? Ja, ich achte auf meine Figur. Ja, das Liedchen ist äußerst mager. Ja, wenn Sie meinen... Und die Nachspeise ist nur zu empfehlen. Ja, wenn Sie mich dazu zwingen... Ja, so nehmen Sie das ganze Tablett und gehen Sie. Wie gesagt, ich bin gerade beim Meditieren. Hast du die Frau? Hast du damit die Gemeinde, die ich... Mahlzeit, gehen Sie endlich! Wenn Sie mich anzeigen, bricht doch eins aus meinem Körper. Das Herz überschreitet die Grenzen meiner Brust. Die Hände verlieren ihre Richtung. Die Sätze fluten die Dämme meiner Lippen. Ihr Strom kann neue Richtung leiten. Sie neue Gedanken puft Rasen gegen meine Stirn. Ich. Schon wieder. Moment! Ja! Avanti! Ah, Kavalier, wie ich soeben hörte, spielen Sie Mandoline. Sitzen aber merkwürdig. Ich übe. Ohne Instrument. Ich bin Anfänger. Dann wird Sie meinen Besuch besonders freuen. Ich bin nämlich Experte. Zauberhaft. Aber jetzt bitte dieses Zimmer. Mandoline, die Göttin der Instrumente. Der zarte Hals. Die sanft geschwungene Birne mit dem Loch. Wussten Sie, dass die kleinsten Löcher auf die beste Resonanz gehen? Tatsächlich, aber bitte, bitte dieses Zimmer. Ist es nicht voll? Welche kleinen Töne man ihren Glocken hat? Zupfen Sie und
Streiche Sie. Bitte? Ich meine, ob Sie die Finger verwenden. Die Finger? Ja, ja, natürlich. Aber jetzt bitte dieses Zimmer. Für den Anfang ist es ganz richtig. Die Finger müssen sich daran gewöhnen. Aber später sollten Sie das Stäbchen nehmen. Stäbchen? Das Stäbchen, ja. Ein richtiger Kenner. Das ist Gleit. Gleit? Ohne Hass. Hört jetzt bitte dieses Zimmer. Ohne Gewalt. Ohne Gewalt? Ein sanfter Druck genügt. Genügt? Und dann Tempo. Tempo. Tempo, Tempo. Schneller Rhythmus. Fortissimo. Der ganze Klangkörper muss vibrieren. Vibrieren? Und dann dann, wenn die Mandoline in allen Tönen auf, Frau Stahn. Dann. Dann, ach, geben Sie mir ein Instrument, ich werde... Nein, ich mache das mal! Führen Sie jetzt bitte dieses Zimmer! Oh, Herr Graf, wo bleiben Sie denn? Wollten wir nicht ein wenig Lust wandeln? Oh, warum? Ich eile. Ein reizendes Geschöpf, feinster Art. Wenn ich Sie nur ansehe, überschreitet mein Herz die Grenzen der Brust. Meine Hände verlieren ihre Richtung. Ist jetzt endlich dieses Zimmer? Ich weiß, Sie hassen die Frau. Ja, mein Gott. Kommen Sie, Baronin. Der Kavaliere kann die Nähe einer Frau nicht ertragen. Ach. Wenn Sie dich ansetzen. Atmet nicht der Fels aus meinem Körper. Das Herz überschreitet die Grenzen meiner Brust. Die Hände verlieren ihre Richtung. Die Sätze Flucht, die Hände meiner Liebe. Genau so reden die Herren, wenn sie verliebt sind. Also wie sie das nachmachen können, sagen wir. Nur eine Richtung, nur ein Ziel, nur ein Gedanke. Oh, Rasen gegen Männer. Kompliment, Kavaliere. Oh, Sie sind ein großartiger Schauspieler. Doch nie. Ich hab diese Stäbe solches gedacht. Gedanke! Entblößt dich zum Geständnis. Noch nie hat dieser Mund solches ausgesprochen. Oh mein! Mein Verlangen verschlingt die Entfernung. Und genau, exakt der Ton. Hat mein Blut hoch in den Adern. Ein Wort, ein Glied. Oh, diese Verstellung. Unglaublich! Miratolina! Ja, sind Sie? Ich heiße Fabrizio und bin seit Beginn des Stückes der Kellner hier. Sei der letzte Tragödischen. Es soll als erstes von meinem Glück erfahren. Wie bitte? So höre mich, oh Welt! Ah, Euer Exzellenz sind um eine Million reicher geworden. Ne? Rede nicht von Geld, einfacher Mensch. Kennt ihr Mirandolina? Die Chefin, natürlich. Was für eine Frau. Porca Madonna, der auch noch. Oh, beschreiblich. Ja, ja. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Haben Sie schon mal Ihre Beine gesehen? Ein bisschen dick, finden Sie nicht? Was? Ja, und Krampfadern hat sie auch. Hier, auf der linken Wade. Das kann von vielen stehen hinter dem Tresen. Was redet ihr? Ja, und mit der Verdauung Platz für ihren Raum. Und das Süßeste an ihr ist überhaupt ihr Muttermal. So groß, sieht aus wie ein Schokoladeplätzchen. Schokoladeplätzchen? Und ja, man kann es bei ihr leider nicht sehen, weil die Brust drüber hängt. Verdammte Kreatur, woher weiß er das? Antworte! Woher ich das weiß? Das wissen doch alle! Alle? Ja, so ist unsere Wirtin. Hin und wieder eine schnelle Runde, da hat sie nichts dagegen. Eine Runde? Ja, eine Nummer. Eine Nummer? Ja, oder wie sagt man bei Ihnen? Unzucht? Nein! Doch! Oh! Und wenn sie länger als 3 Tage nicht hat,
dann wird sie richtig unausstehlich. Mein Gott! Ja, aber sonst ist sie ein netter Mensch. Wenn du lügst, Frau! Bei meiner Soldatenehre! Er hat gedient! Viertes Bataillon, zweites Regiment, erste Kompanie. Ripperfrau, was hast du getan? Diese Schande! Diese Beleidigung! Ich werde diesen Sumpf ausrotten, bis in seiner verdorbenen Quellen! Hier, wird Zucht und Ordnung, mein Kerl, so wahr ich Ripper Frater heiße! Komm ich denn hier, mein Ziel? Kaum tritt man einen Arklang nicht auf, so bevölkert ein neuer Liebhaber die Szene. Kaum lässt man Mirandolina eine Viertelstunde aus den Augen, schon verwandelt sich eine blutleere Sardine in einen scharfen Haifisch. Zum Glück konnte ich ihm noch rechtzeitig ein paar Zähne ziehen. Dieser Kavaliere! Zuerst hasst er die Weiber und plötzlich redet er, als hätte er einen Engel verschluckt. Seltsam, diese hohen Herrschaften. Wenn ihnen die Hosen zu eng werden, dann reden sie von den unendlichen Weiten der Sehnsucht. Sie reden von der Seele, die ihr Innerstes bewegt. Aber der Speichel tropft ihnen aus dem Maul und sie nennen es eine Erregung, die sanft über die Dämme der Lippen flutet. Es muss doch was Schönes um diese Bildung sein. Aber bitte, man muss einfach Vertrauen haben.
ertrinkt. Mit Weihwasser. Aber mit 18 hat er seine Mutter vergewaltigt. Aber Sie verstehen, das Milieu. Seine Mutter? Ja, und seine Schwester. Ich? Fabrizio, sage ich immer zu ihm. Du hast eine schreckliche Jugend hinter dir. Ich glaube, ich glaube Ihnen kein Wort. Der Mann war Soldat. Merkwürdig. Warum versteckt er sich dann immer? Er versteckt sich. Vor der Militärkommission. Deserteur! Der Krieg soll mich am Arsch lecken, sagt er immer. Ach, diese jungen Leute. Aber man muss auch dafür Verständnis aufbringen. Das ist die Wahrheit. Wir haben immer... Man darf nicht lügen, Fabrizio, sage ich immer zu ihm. Man kann eine Schauspielerin nicht als Gräfin ausgeben. Schauspielerin? Na, die Gräfin der Genere del Comate aus Palermo. Und ihre Begleitung? Auch nicht echt. Der Marchese. Betrogen. Der Graf. Verlogen. Ja, dieser Fabrizio. Aber im Grunde genommen ist er wirklich ein lieber Kerl. Man muss ihm einfach glauben. Wenn ich Ihnen nur glauben könnte. Was hat Ihnen Fabrizio da von einem Schokoladeplätzchen erzählt? Mut mal, so groß. Und wo soll es sich befinden? Nicht zur Sache. Na, nun sagen Sie schon. Hier. Auf der Brust. Etwas runter. Höher. Etwas höher. Noch höher. Halt. Unter der Brust. Ungefähr. Nun gut. Es ist an der Zeit, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Gottes Willen, was machen Sie? Ich werde Ihnen etwas beweisen. Halt, im Namen der Sittlichkeit. Ich handle im Namen der Gerechtigkeit. Nein! Aber Kavaliere, wie wollen Sie denn einen Lokalaugenschein vornehmen, wenn Sie die Hände von mir aufhalten? Ich rühre mich nicht von der Stelle. Wo soll es sein? Hier? Oh Gottes Willen! Sie sind des Teufels, sie sind des Wahnsinns. Warum lachen Sie nicht?
unter die Weste gejubelt. Er hat was? Was hat er? Die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass ich verloren habe. Ich! Die Herren haben Geld, Titel. Ha, da findet man schnell wieder eine Frau. Auch eine Adelige, wenn es sein muss. Es ist also wahr, was der Kavaliere sagt. Die Pomade? Eine Schauspielerin? Die ist an allem schuld. Schuld? Schuld ist ihr Magen, verehrtester, der dringend eine warme Mahlzeit benötigt hat. Schuld sind ihre Taschen, die schon lange keine Zerkinen mehr gesehen haben. Baronin, sind nicht echt. Du Sau, du Schwindler. Nehmen Sie doch fertigst Ihre Hände von meiner Kollegin. 20 Zerkinen. Ich habe 20 Zerkinen in zwei Schlappen investiert. Na und? Sie wollten uns ohne dies die ganze Welt zu Füßen legen. 20 Zechinen, die hat er abgefummelt. Entsetzlich, diese Sprache. Nicht einmal beim Essen konnte er sich beherrschen. Dieser Lustmolch war richtig unpraktisch. 20 Zechinen für zwei Hure. Ich habe sie von Anfang an durchschaut. Ich habe mehr Gesichter. Die nackte Gosse. So, und was ist angeblich mit ihrer zauberhaften Cousine, der ich so ähnlich sehe? Cousine? Meine hat gesagt, ich ähnle einer gewissen Mona Lisa. Wer ist das eigentlich? Seine Tante? Ja, mit diesem Pack! Sie befehlen, als ob sie schon der neue Herr hier wären. Weg mit diesem Pack und dieser Kellner ebenfalls. Schon gut, schon gut. Sie haben ja alles, was sie wollen. Die Wirtin! Das Gasthaus, 10 Gasthäuser, ganze Schlösser. Was wollen Sie denn noch? Verschwindet! Wah! Verschwinden Sie! Carmella, Figlia della Fontana! Moment! Darf ich auch etwas sagen? Mirandolina! Mirandolina, geliebt! Später, Kavaliere, später! Verehrtester! Warum wollen Sie die beiden Damen aus meinem Gasthaus werfen? Aber Mirandolina, die beiden sind doch... Meine Gäste, ganz richtig. Und ich wünsche, dass man sie respektiert. Respekt für zwei. Frauen, ganz richtig. Ich weiß, dass Ihnen das schwerfällt. Für Sie ist die Frau eine Ware und die Liebe ein Marktplatz. Sie zahlen Ihren Preis nach der Größe des Busens oder nach der Höhe der Titel. Dieses Mal haben Sie sich verrechnet. Sie haben schlecht investiert. Das kann dem besten Händler passieren. Es scheint, ich habe mich in Ihnen getäuscht, Mirandolina. Mirandolina, die beiden müssen auf Warum, der Stelle... Warum, Marchese? Weil Sie arm sind? Weil für Sie die Frau erst mit der Mitgift anfängt? Kommen Sie, Marchese. Wir haben uns nicht nur in der Wirtin, sondern auch im Gasthaus geirrt. Jawohl, Graf. Wir gehen. Ach, und was ist mit meiner Rechnung? So eine ordinäre Person. Was haben Sie gegen uns? So ist das Leben. Man sagt einmal die Wahrheit und verliert 50 Zechinen. Ich werde es verschmerzen. Wir danken Ihnen, Signora. Sie sind sehr gut zu uns, Signora. Leben Sie wohl, meine Damen. Wo zu Ihnen, Kavaliere? Endlich. Oh, schicken Sie doch vorher diesen Kellner weg. Der bleibt. Was Sie betrifft. Verstehe nicht. Woher sollten Sie? Für Sie ist die Frau ein Stück Dreck oder eine Heilige, eine Göttin. Damit kann ich Ihnen nicht dienen. Ich bin weder das eine noch das andere. Ich bin eine ganz normale Frau mit guten und mit schlechten Seiten. Ein Mensch. Verstehen Sie? Ich fürchte, dass Sie mich nicht verstehen. Was soll das heißen? Dass Sie mir leid tun. Thank you.
bleibt ein gewisser Proletarier übrig. Und eine gewisse Mirandolina. Ich könnte verfolgen. Wo habe ich ein Brotmuttermal, Fabrizio? Chefin hat mein Muttermal. Hier, so groß. Wusstest du das nicht? Noch nie gehört. Aber Fabrizio, das wissen doch alle. Alle? Natürlich, die ganze Stadt. Wirklich? Frag doch mal den Weinlieferanten. Der? Oder den Gärtner. Der auch? Oder den Stoffverkäufer. Aber der hinkt doch. Ach, was soll's. Länger als 3 Tage halte ich es ohnehin nicht aus. Ja, das stimmt, aber Sie sind oft sehr nervös. Heute ist übrigens der 3. Tag. Das stimmt! Neapolitaner. Um Gottes Willen. Ja, dann kann ich ja... Was kannst du? Dann kann ich jetzt endlich... Na los. Wenn Sie mich ansehen, dann bricht das Fels aus meinem Körper. Mein Herz überwindet die Grenzen der Brust. Die Hände verlieren... Hör auf mit dem Blödsinn, Fabrizio. So geht das nicht. Sie haben recht, so funktioniert das nicht. Komm her, Alte! Daherkommen sollst du, habe ich gesagt. Ständig hat sie das Maul offen. Wenn ich nach Hause komme, dann will ich das Fressen haben und meine Ruhe. Also herkommen, avanti! Sofort, mein Liebling. Was soll das sein? Spaghetti, mein Schätzchen. Spaghetti, Spaghetti! Jeden Tag nur Spaghetti! Bin ich ein verdammter Esel, der jeden Tag dasselbe frisst? Weg mit dem Saufgras! Bring mir was Ordentliches zu fressen! Ja, was soll das sein? Eine Forelle, mein Teuerster! Das soll eine Forelle sein? Diese lungenkranke Makrele? Willst du mich verhungern lassen? Ist das der Dank dafür, dass ich Tag für Tag schufte? Ab in die Küche mit dir, ich möchte was Ordentliches. Wofür war denn das jetzt? Ich wollte dir nur zeigen, dass es so auch nicht geht. Aber einer muss doch der Herr im Haus sein. Gib mir deine Hand, Fabrizio. Du bist der Mann im Haus und ich bin die Frau im Haus. Wir machen alles gemeinsam. Einverstanden? Wird das funktionieren? Du magst mich doch, Fabrizio. Dann sag es mir. Ich mag sie, Mirandolina. Ich mag dich auch, Fabrizio. Ich mag dich sogar sehr. Dann zeig es mir. Zugesehen. An manchen Stellen haben sie gelacht. Sie nicht. Sie haben nur gedacht. Wie dieser Herr, der grimmig seine Hände reibt. Vermutlich, weil er morgen eine Kritik schreibt. Ich weiß, sie spitzen schon das Messer. Ah, dort schmunzelt einer. Das gefällt mir schon besser. Verehrtes Publikum, wir wollten Ihnen zeigen, wozu die Männer unter anderem neigen. Wenn sie uns Frauen nicht verstehen und nur den Busen oder sonst was sehen. Doch Gott sei Dank hat sich zu guter Letzt ein gutes Ende durchgesetzt. Die wahre Liebe hat gesiegt. Sie ist das Beste von uns allen. Jetzt sollte eigentlich schon der Vorhang fallen. Darf ich Sie kurz unterbrechen? Das Spiel ist noch nicht zu Ende. Ich habe Sie über ein paar Tatsachen zu informieren, die für Sie nicht ohne Interesse sein dürfen. Sie haben dieses Gasthaus von Herrn Vendrolla gepachtet. Herr Vendrolla ist nicht mehr Besitz dieser Liegenschaft, da ich sie vor 4 Monaten häufig erworben habe. Der diesbezügliche Grundbucheintrag steht Ihnen jederzeit zur Einsicht frei. Leider haben mich die, wie soll ich sagen, etwas komödiantischen Ereignisse in den letzten Stunden daran gehindert, Sie gleich zu Beginn des Besuches Ihre neuen Besitzverhältnisse aufzuklären.
Als neuer Besitzer und verantwortungsvoller Besitzer sehe ich mich gezwungen, ein paar personelle Veränderungen durchzuführen. Sie, Mirandolina, werden zukünftig in der Küche arbeiten. Was diesen Kellner betrifft, so werde ich in den Militärbehörden ausliefern. Über die Bestrafung seiner weiteren Verbrechen, über die Sie mich dankenswerterweise informiert haben, werde ich so lange absehen, solange Sie sich zu meiner Zufriedenheit aufführen. Ich denke, das wär's. Wie sagten Sie so schön? Die wahre Liebe siegt. Sie ist das Beste von uns allen. Wer so denkt, wird sehr schnell auf die Schnauze fallen. Das Einzige, was zählt, ist Geld. Auf Wiedersehen. Der Vorhang fällt!